bei uns. Von wem seid ihr? Wir sind die Mission Trans. Wir sind auch Teil des Firmennetzwerkes. Wir werden uns nächsten Monat im Biergarten sehen. Gürtel wird schon schief gehen. Frau Roth, stehen bleiben. Hallo. Hallo. Ich finde toll, dass es diesen queeren Sportverein gibt, weil ich da einfach so sein kann, wie ich eben auch bin. Also ich kann dort Sport machen ohne Leistungsdruck. Ich bin unter Gleichgesinnten sozusagen. Genau, ich hörte auch mal eine Mitsportlerin das Wort Safe Space sagen. Wir brauchen immer noch Schutzräume, in denen Menschen einfach ihrem Sport nachgehen können. Egal, welche sexuelle Orientierung oder wie man sich selber definiert, ist einfach Platz für alle und wir nehmen einfach die Leute, wie sie sind. Das ist überhaupt gar keine Frage. Niemand wird gefragt, was hast du für eine Orientierung. Es wird einfach akzeptiert, als wer auch immer du kommst. Und das finde ich eben schön. Du musst dich nicht erklären. Du kannst einfach sein, wer du bist. Ich würde allen queeren Personen raten, die gerne Sport treiben oder gerne Sport treiben würden, dass sie mal bei Abseits vorbeischauen möchten. Kommt mal gerne vorbei.
Hi, wie geht es dir eigentlich? In diesem Video geht es uns um psychisches Wohlbefinden und wir stellen dazu die Löffeltheorie der Gesundheitsaktivistin Christine Misarandino vor. Energie benötigen wir den ganzen Tag für alles, was wir tun. Unterschiedliche Menschen brauchen für die gleichen Aktivitäten unterschiedlich viel Energie. Christine Misarandino muss wegen einer Autoimmunerkrankung oft mehr Energie in die Bewältigung ihres Alltags stecken, als sie in der darauffolgenden Nacht zurückgewinnen kann. Ihre Löffeltheorie hat sie erfunden, um das einer Freundin zu erklären. Sie beginnt mit einem Löffel, der eine Energieeinheit darstellt. Von diesen Löffeln hat sie nur sehr wenige und muss sie sich gut einteilen, auch weil sie ihren Löffelvorrat nicht so leicht wieder auffüllen kann. Für Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen sind diese Energielöffel stärker begrenzt. Und auch für queere Menschen kann das Leben in einer Gesellschaft, die oft noch von Vorurteilen und Diskriminierung geprägt ist, eine zusätzliche Belastung bedeuten. Glücklicherweise gibt es verschiedene Wege, wie wir alle auf uns und unseren persönlichen Energiehaushalt Acht geben, die eigenen Ressourcen an Energie wieder auffüllen und somit Löffel zurückgewinnen können. Manchmal ist es alleine schwierig, neue Energie aufzubringen. An diesem Punkt kann es hilfreich sein, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Die Löffeltheorie erinnert uns daran, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Indem wir unsere Bedürfnisse und Herausforderungen als queere Menschen besser verstehen, darüber sprechen und Solidarität zeigen, können wir dazu beitragen, unsere Communities stark, liebevoll und unterstützend zu gestalten. Deutschlandticket. Ins Grüne, Deutschlandticket. Zum Sport, Deutschlandticket. Täglich sparen mit dem Deutschlandticket. Für alle das Deutschlandticket. Dein täglicher Begleiter in der Region. Jetzt die Mitnahmeregelung über unsere Website dazu buchen oder schnell und einfach über die SSB Move, VVS Mobil oder Polygo App. Mehr Infos unter deindeutschlandticket.de. Nur ein Sender bringt sie alle zusammen. Your hits, your radio. Energy number one for new hits. My radio is energy. Our radio is energy. Alle hits, alle stars. I love energy. Energy hit music only. Energy hits music only. Somewhere in between.